also tatsächlich heiraten? Ja. Voller Achtung. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Also, Prost dann. Und wo steckt die Dame jetzt? Sie wird gleich hier sein. Karin ist... Du willst also Karin heiraten? Ja, ich will Karin heiraten. Als sie damals in mein Büro gekommen ist, da habe ich gleich gewusst, die oder keine. Aber nach allem, was ich so von der Dame weiß, handelt es sich doch eher um einen Geist. Lass uns diese Geschichte vergessen, Elmo. Im Gegenteil. Nimm das nicht so leicht. Schließlich bestreitet sie nach wie vor. Irgendetwas stimmt da nicht, Ralf. Lass doch. Hast du den Handschuh zurückgegeben? Nein. Und warum nicht? Weil ich ihn versteckt habe und nichts mehr davon wissen will. Also, Ralf, wenn ich dir einen guten Rat geben darf, dann holst du jetzt sofort den Handschuh und legst ihn hier auf den Tisch. Und dann? Dann wird sie ihn erkennen, oder nicht? Wenn sie ihn erkennen? Dann musst du der Sache nachgehen. Also nun mach schon und hol den Handschuh. Hast du nie etwas an Karin bemerkt, was dir merkwürdig vorkam? Nein. Mensch, Helmut, du spinnst ja. Karin ist eine zauberhafte Frau. Ja, Prost. Hast du gewartet? Nein. Wir haben Besuch, Liebling. Hallo, wie geht's? Hallo. Hast du was zum Trinken für mich? Ja, ja. Stöch? Nein, nein. Ja, dann gib mir bitte den Whisky. Ja. Der Handschuh her. Den suche ich schon seit einem halben Jahr. Ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. Wo hast du denn den gefunden? In seinem Büro. Ja. Abflug Interair Union 234 nach Amsterdam. Flugsteig A8. Also ich verstehe dich nicht, Joel. Jetzt ist es zu spät. Die Maschine ist vollkommen ausgebucht. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Sie wünschen bitte? Schade, für den Wochenendtrip nach Amsterdam jetzt nicht gemeinsam machen können. Hier ist mein Ticket. Das Ticket ist okay, ich verstehe das nicht, aber leider... Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ich werde dir am Montag berichten. Also, servus. Nix. Ich bin seit einer Stunde nicht mehr im Dienst, außerdem geht meine Maschine gleich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da ist eine Dame, die dann okay nach Amsterdam und sie will nicht glauben, dass wir voll sind. Das ist doch nicht das erste Mal, dass jemand zu spät kommt. Ja, aber sie tut mir so leid. Sie sagt, es geht um Leben und Tod. Sie muss unbedingt mitgenommen werden. Entschuldigen Sie. Können Sie mir wirklich nicht helfen? Ich bitte Sie. Es tut mir leid, gnädige Frau, aber ich bin selbst im Begriff abzufliegen. Nach Amsterdam? Ja. Nehmen Sie mich mit. Die Maschine hat sicher einen Notsitz. Es geht wirklich nicht mehr. Die Maschine ist schon aufgerufen. Warum soll es nicht gehen? Ich habe kein Gepäck. Wir können doch keinen der Passagiere wieder zurückrufen. Warum denn nicht? Es geht um Leben oder Tod eines Menschen. Ich muss nach Amsterdam. Sie verstehen mich doch. Ich muss fliegen. Letzter Aufruf für Interair Union 234 nach Amsterdam. Flugsteig A8. Last call for Interair Union 234 to Amsterdam. Exit A8. Becker. Christine? Ach, Frau Eichhorn. Bitte warten Sie mit der Abfertigung nach Amsterdam. Es kommt noch ein Fluggast. Das weiß ich. Die Dame bekommt meinen Platz. Augenblick. Darf ich mal um Ihren Flugschein bitten, Frau? Fräulein. Van den Esch. Karin van den Esch.
Das Ticket lautet auf Miss Karin van den Esch. Die Dame kommt sofort. Danke Ihnen, Herr Becker. Sie müssen sich beeilen. Ausgang A8. Man wartet auf Sie. Nochmals vielen Dank. Pan American Flug 741 aus Berlin ist gelandet. Pan American Flight 741 from Berlin has landed. Wissen Sie, was ich da eben gemacht habe? Wie soll ich was wissen, Herr Becker? Mein schönes Wochenende ist im Eimer. Wissen Sie, was das heißt? 48 Stunden Freizeit? Allein? In einer großen Stadt? Ich kann es mir denken. Ich werde gleich arbeiten. Was ist denn das? IAU 234 cleared for takeoff. Macht's gut, Charlie, und halt die Ohren steif. Und bring mir den Bäcker halt wieder aus Amsterdam. Cheer you. Flug 315 aus London trifft mit unbestimmter Verspätung ein. Charlie ist abgestürzt. Was? Ja, Charlie ist abgestürzt. Westlich Planquadrat A1F. Mensch. Maschine abgestürzt. Maschine abgestürzt. Im Abflug. Westlich A1. Bitte ausrücken. Menschenskind Ralf ist in der Maschine. Nee, der hat seinen Platz mit einer Dame getauscht. Der war nicht in der Maschine. Mensch, Ralf, ich möchte, dass du noch da bist. Weißt du, was passiert ist? Charlie Thompson ist mit seiner Maschine auf dem Flug nach Amsterdam abgeschnürt. Wahrscheinlich keine Überlebenden. Hast du eine Zigarette? Man weiß noch nichts Genaues. Charlie hat eine Notlandung auf einem Militärflugplatz versucht und ist dabei in einen Wald gebrummt. Keine Überlebenden? Was hast du denn da? Ach, nichts. Ist ja unfassbar. Charlie Thompson. Ich dachte schon, dass du. Ich bin im Tower. Ja, Helmut. So ist es, wenn man Schwein gehabt hat. Stell dir vor, wir beide hätten in der Kiste gesessen. Aus wär's. Keine Überlegung. Stattdessen hat er eine hübsche junge Frau daran glauben müssen. Wir können uns nicht einmal mehr bei ihr bedanken. VEA 315 is cleared for takeoff. Es geht um Leben oder Tod eines Menschen.
geht um Leben oder Tod eines Menschen. Ich muss nach Amsterdam. Sie verstehen mich doch. Das gibt's doch. Ich werfe. Sehen Sie nicht, dass hier absolutes Halteverbot ist? Sie dürfen hier nicht stehen bleiben. Entschuldigen Sie, Herr Wachmann. Bitte fahren Sie weiter. Ja. So, wer möchten Sie denn? Jetzt nach Geschäftsschluss. Entschuldigen Sie. Sie wünschen? Ich möchte gern. Ich dachte nämlich, wegen Amsterdam. Mein Name ist Ralf Becker von der Interair Union. Kommen Sie rein. Sie bringen Ware? Nein, ich suche Fräulein van den Esch. Karin van den Esch. Fräulein van den Esch ist nicht mehr hier. Kann ich Sie dann vielleicht morgen sprechen? Soll das ein Scherz sein? Nein, wieso? Möchte ich mir auch sehr von Ihnen verbeten haben. Kommen Sie aber mal, man wird doch noch fragen dürfen. Nein, man darf nicht fragen. Fräulein van den Esch gibt es nicht mehr. Fräulein van den Esch gibt es nicht mehr. Fräulein van den Esch gibt es nicht mehr. Fräulein, ich suche die Telefonnummer von van den Esch Karin. Würden Sie bitte mal nachsehen? Nein, eine neue Adresse habe ich nicht. Danke. Aber unter dieser Nummer meldet sie sich nicht. Wissen Sie, dass der Anschluss in Betrieb ist? So, Sie haben keine Eintragung. Na gut, danke schön.
Tatsächlich. Karin van den Esch. Suchen Sie da was Bestimmtes? Ich möchte zu Fräulein van den Esch. Durch Schlüsselloch? Nein, wenn es geht, durch die Tür. Fräulein van den Esch ist nicht zu Hause. Wann haben Sie Fräulein van den Esch das letzte Mal gesehen? Kommen Sie rein. Sind Sie von der Polizei? Nein. Also sehen Sie auch nicht aus. Wissen Sie etwas über die berufliche Tätigkeit von Fräulein van den Esch? Nein. Da sind Sie auch der Erste, der mich da noch fragt. Dann können Sie mir sicher auch nicht verraten, wann sie am Abend nach Hause kommt. Nein, natürlich nicht. Hat Fräulein van den Esch eigentlich lange Zeit im Krankenhaus gelegen? Krankenhaus? Ja, nach dem Flugzeugabsturz. Flugzeugabsturz? Ja, Sie fragen aber komische Sachen. Ist da vielleicht was nicht in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ja, Moment mal. Wann habe ich denn zum letzten Mal die van den Esch gesehen? Ah, das wird ein halbes Jahr her sein. Falls Ihnen Fräulein van den Esch in den nächsten Tagen... Nee. Damit will ich nichts zu tun haben. Das kann ich mir nicht leisten. Nun machen Sie aber, dass er rauskommt. Fräulein van den Esch. Sie wünschen bitte? Erkennen Sie mich nicht? Nein. Wir haben uns vor 5 Monaten auf dem Flugplatz kennengelernt. Nicht, dass ich wüsste, mein Herr. Als Sie nach Amsterdam flogen und ich... Entschuldigen Sie, aber es muss sich um eine Verwechslung handeln. Würden Sie mich jetzt bitte in meine Wohnung lassen? Ich bin in meinem Leben sehr oft nach Amsterdam geflogen, aber man kann sich nicht alle Gesichter merken. Aber vor 5 Monaten... In der Nacht, als die Maschine München-Amsterdam abstürzte. Sie sagten damals zu mir, es ginge um Leben und Tod. Was sagen Sie da? Ich müsste Ihnen das alles ausführlich erzählen. Sagen Sie nicht nein, bitte. Darf ich Sie zum Essen einladen? Es ist sehr wichtig für mich. Sie verstehen mich doch. Ich muss fliegen. Weil die junge Dame mich so eindringlich gebeten hatte, stellte ich ihr meinen Platz in der Maschine zur Verfügung. Ich blieb zurück. Das war mein Glück. Wieso war das Ihr Glück? Die Maschine stürzte wenige Minuten nach dem Start ab. Man sagte, es gab keine Überlebenden. Und was habe ich mit der Geschichte zu tun? Der Flugschein war auf den Namen Karin van den Esch ausgestellt. Die Dame sah genauso aus wie Sie. So, hier ist die Weinkarte, Herr Becker. Bitte sehr. Ja, danke. Bitte schön. Ist Ihnen ein... Wo ist denn die Dame? Bitte? Wo ist die Dame? Ich habe nicht gesehen. Sie war gerade noch hier. Naja, also, dann bringen Sie mal die Nummer 23. Die hat mich noch nie im Stich gelassen. Die Dame lässt sich entschuldigen, Herr Becker. Was? Sie ist schon wieder weg. Weiter hat sie nichts hinterlassen? Nix, gar nichts. Ich verstehe das nicht. Ich war nie in deinem Büro, Ralf, so glaub mir das doch endlich. Bitte hör mir jetzt mal ganz genau zu. Der Handschuh ist der Beweis, dass du in meinem Büro gewesen bist. Und zwar an dem Abend, an dem sich die Flugzeugkatastrophe ereignet hat. Ich weiß nichts davon. Und als du mich danach gefragt hast, habe ich alles für einen Annäherungsversuch gehalten.
über den ich sehr glücklich war. Du kannst dich wirklich nicht an diesen Abend erinnern? Nein, das ist es ja. Ich hatte Angst. Ich will dir alles erzählen. Ich arbeitete damals für die Interam Corporation, eine deutsch-holländische Importgesellschaft für Diamanten. Den Chef hast du ja kennengelernt. Den Mann mit den grässlichen Augen. Genau den. Ich musste für ihn manchmal zweimal in der Woche nach Amsterdam fliegen. Ich verdiente sehr gut, aber es war auch sehr anstrengend. Der Mann hatte einen schrecklichen Einfluss auf mich. Wie meinst du das? Es war, als hätte mich in seiner Gewalt. Ich tat alles, was er wollte. Obwohl ich ahnte, dass er mich für irgendwelche dunklen Geschäfte missbrauchte. Vielleicht hat er sie hypnotisiert. Eines Tages nahm ich dann meine ganze Kraft zusammen und kündigte. Aber als ich ihm gesagt hatte, was ich dachte, lachte er nur und gab mir einen Cognac zu trinken. Von da an weiß ich nicht mehr, was geschah. Ja, ich sollte an diesem Abend wieder für ihn nach Amsterdam fliegen. Und? Ich erinnere mich nur noch, dass ich mich in dem Bus befand, der mich zum Flugzeug brachte. Ich weiß bis heute nicht, wie ich hineingekommen bin. Ich bekam schreckliche Angst und versteckte mich zwischen den Sitzen. Der leere Bus brachte mich zum Flughafen zurück. Und dann? Dann bin ich nie mehr ins Büro zurück. Er glaubt, du wärst mit der Maschine abgestürzt. Und du dachtest, ich wäre ein Geist. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie das ist, aber es gibt 3 Stunden in meinem Leben, von denen ich nicht weiß, was ich damit gemacht habe. Dafür weiß ich es. Du hast deinen zukünftigen Mann kennengelernt und ihm gleichzeitig das Leben gerettet. Ja, als Trauzeuge, da habe ich einige Erfahrung. Thank you.